Die Feuerwehr Rheinfeld wurde heute Morgen um 3.35 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in den Bischofsteiger Weg gerufen. Die ersten Kräfte der Feuerwehr Rheinfeld trafen um 3.42 Uhr hier an der Einsatzstelle ein. Die Lage gestaltete sich wie folgt. Wir hatten ein offenes Feuer in dem Bereich des Dachstuhls. Wir hatten noch keine genaue Übersicht darüber, ob sich noch Personen im Gebäude befanden oder dieses auszuschließen sei. Dementsprechend haben wir uns primär um die Menschenrettung gekümmert, haben noch aus dem Gebäude 3 Personen und 2 Hunde gerettet. Alle weiteren Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits in ein naheliegendes Objekt retten können. Dementsprechend konnte auch unverzüglich mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Die Brandbekämpfung war um 5.39 Uhr abgeschlossen. Hier konnte Feuer in Gewalt gemeldet werden. Seitdem ziehen sich jetzt die Löscharbeiten. Also hier im Einsatz sind einerseits die Feuerwehr Rheinfeld, die Feuerwehr Bad Oldesloe, die Feuerwehr Stubbendorf, der Gemeinde Wesenberg und die Berufsfeuerwehr Lübeck. Zu Spitzenzeiten waren wir rund 60 Einsatzkräfte. Hierunter zählen aber auch die Kräfte des Rettungsdienstes und die der Polizei. Die größte Herausforderung bei einem solchen Feuer ist natürlich, die Ausbreitung bestmöglich zu verhindern. Wir haben hier eine kombinierte Gebäudesituation, ein Hauptgebäude mit einem eingeschossigen Anbau. Den Anbau konnten wir in Gänze halten, die Ausbreitung entsprechend auf das Hauptgebäude beschränken. Und um hier wirksame Löscharbeiten durchzuführen, haben wir uns dazu entschieden, neben der initial bereits mitalarmierten Drehleiter aus Bad Oldesloe eine zweite hinzuzuziehen. Das war oder ist die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Lübeck. Und so können wir jetzt parallel beide Dachseiten zur gleichen Zeit bearbeiten. Wir haben keine Hinweise auf die Brandursache. Die Polizei ist vor Ort und wird die Ermittlungsarbeit auch nach Abschluss der Brandbekämpfung und der Nachlöscharbeiten dann einleiten. Musik